Hallo ihr Lieben, willkommen zurück auf meinem Kanal. Wie ihr bestimmt im Titel schon gesehen habt, sprechen wir heute über alle Bücher, die ich im September gelesen habe. Es waren insgesamt 4 Bücher, aber ich habe auch noch 2 gestartet und eines davon hat mich tatsächlich in eine Leseflaute gedrückt. Also ich hatte jetzt am Ende des Monats tatsächlich irgendwie Schwierigkeiten, meine Leseroutine aufrechtzuerhalten, einfach weil ich ja in einer Leseflaute war und ich werde euch natürlich auch das Buch vorstellen, das mich in eine Leseflaute gebracht hat und ich werde natürlich auch über alle anderen Bücher sprechen, die ich gelesen habe, meine Meinung dazu teilen und ich freue mich schon sehr. Schreib mir gerne, welches Buch oder welche Bücher du im September gelesen hast und wir können uns gerne ein bisschen austauschen. Also das ist immer mein Lieblingsteil dieser Videos, dass ich einfach mit euch sprechen kann und meine Bücherliebe mit jemandem teilen kann. Also ja, schreib mir gerne einen Kommentar, ich freue mich darüber sehr. Mein Lesemonat September hat mit einem Buch gestartet, das ich schon im August angefangen habe zu lesen und das war ein Sci-Fi-Buch, nämlich Red Rising von Pierce Brown. In Red Rising verfolgen wir die Geschichte von Darrow. Er ist ein ziemlich junger Mann, ich glaube er ist so 16 oder 17 Jahre alt und er lebt in einer unterirdischen Gesellschaft im Weltall, ich glaube es war auf dem Planeten Mars. Und er versucht sich einfach gegen diese elitäre, tyrannische Elite aufzulehnen. Und dabei taucht er in eine komplett neue Welt ein, von der er zuerst gar nicht wusste, dass es sie gibt. Aber durch verschiedene sehr traumatische Ereignisse hat er das herausgefunden und es auch am eigenen Leib erfahren. Und das war Red Rising. Es ist eine sehr spannende, eine sehr packende Sci-Fi-Geschichte. Ich habe das Buch auf Englisch gelesen und ich muss sagen, es war teilweise nicht sehr einfach zu lesen, aber ich glaube, das liegt einfach daran, dass es ein Sci-Fi-Buch ist. Denn wenn ihr schon Sci-Fi-Bücher oder auch Fantasy-Bücher gelesen habt, dann gibt es immer wieder verschiedene Kreaturen, verschiedene Dinge, die es einfach im wirklichen Leben nicht gibt und dann ist es für mich manchmal nicht so einfach, mir diese Dinge vorzustellen und wenn es dann auch noch auf Englisch ist, ist es natürlich für mich nochmal ein bisschen schwieriger, einfach weil meine Muttersprache nicht Englisch ist, aber ich habe das Buch trotzdem sehr genossen. Ich habe ziemlich lange gebraucht, es zu lesen, obwohl es eigentlich gar nicht so viele Seiten hat, ich glaube um die 400 Seiten nicht mal. Ich habe das Buch mit 4 von 5 Sternen bewertet, es ist auch Teil einer Serie, ich glaube es gibt 7 oder 8 Bücher in dieser Serie, aber ich habe noch nicht angefangen, das zweite Buch zu lesen. Ich habe es auch noch gar nicht zu Hause, aber ich denke, ich werde es noch lesen. Ich weiß nicht genau wann und ich weiß nicht genau, ob es eine Priorität von mir ist, aber eigentlich hat mir das Buch wirklich gut gefallen, deswegen würde ich auch gerne wissen, wie es weitergeht, denn wie in jeder Buchserie hat das Buch natürlich auch in einem Cliffhanger geendet und deswegen würde ich gerne wissen, wie die Geschichte weitergeht. Ich konnte auch wirklich sehr gut mit dem Hauptcharakter, mit Darrow, mitfühlen. Er hat wirklich in seinem sehr kurzen Leben schon sehr traumatische, sehr krasse Dinge erlebt und das hat mich auch wirklich gepackt und ich würde nicht sagen, dass es ähnlich zu Die Tribute von Panem ist. Also viele Leute vergleichen Red Rising mit Die Tribute von Panem, aber ich glaube, da würde ich jetzt nicht unbedingt zustimmen. Aber in dem Buch gibt es ein super hohes Risiko und das macht das Buch natürlich nochmal viel spannender. Und wenn ihr gerne Sci-Fi lesen würdet, wenn ihr noch nie Sci-Fi gelesen habt, dann denke ich trotzdem, dass Red Rising eigentlich ein guter Einstieg in diese Sci-Fi-Welt ist, einfach weil das Buch auch nicht zu viele Seiten hat und nicht allzu kompliziert ist. Ich würde wirklich gerne wissen, wie Darrows Geschichte weitergeht und deswegen werde ich sehr wahrscheinlich, hoffentlich in naher Zukunft zumindest das zweite Buch lesen und dann wahrscheinlich auch die Serie irgendwann zu Ende lesen. Aber ja, das war Red Rising. Das heißt, wir hatten schon einen guten Einstieg in den Lesemonat September mit 4 von 5 Sternen. Danach habe ich Die Bücherdevien von Marcus Zusak gelesen. Und in dem Buch verfolgen wir die Geschichte von einer jungen Weißen namens Liesel und Liesel lebt im Nazi-Deutschland und stiehlt Bücher, um Trost zu finden. Das Buch ist super emotional, es ist sehr traurig, es ist sehr emotional, es ist super herzzerreißend. Es gibt die verschiedenen Aspekte von Familie, Freundschaft, aber auch den Aspekt der gefundenen Familie, was ich sehr schön fand. Und ich weiß es natürlich nicht genau, aber ich denke, durch die verschiedenen Charaktere, die man in diesem Buch kennenlernt, kann man sich vielleicht ein bisschen in diese Nazi-Deutschland-Zeit hineinversetzen, wie sich die Menschen damals gefühlt haben. Also
ja, es war wirklich sehr mitreißend. Das Einzige, was mir vielleicht nicht so gut gefallen hat, ist, dass die Erzählperspektive aus der dritten Person war. Also unser Erzähler war eigentlich der Tod. Und ich fand es manchmal schade, dass wir nicht die Gedanken der einzelnen Personen kennenlernen konnten durch diese Erzählperspektive aus der dritten Person. Denn ich glaube, das wäre wirklich in manchen Situationen noch super interessant gewesen. Aber ich fand trotzdem auch diesen Erzähler, also den Tod, sehr spannend, denn ich habe noch nie ein Buch gelesen, das vom Tod erzählt wurde. Und ja, es war wirklich sehr mitreißend, sehr emotional. Wenn ihr das Buch noch nicht gelesen habt, dann würde ich es euch wirklich empfehlen. Es ist ein ziemlich dickes Buch. Es hat knapp 600 Seiten, aber ich muss das sagen, es ist sehr einfach zu lesen. Man kann es auch sehr schnell lesen. Und ja, ich habe das Buch mit 5 von 5 Sternen bewertet. Also, wenn ihr es noch nicht gelesen habt, dann kann ich es euch wirklich nur empfehlen. Danach bin ich tatsächlich nochmal zurück in die Sci-Fi-Welt gekommen, denn ich habe von Suzanne Collins The Ballad of Songbirds and Snakes, der deutsche Titel ist, Das Lied von Vogel und Schlange gelesen. Und dieses Buch ist die Vorgeschichte zu Die Tribute von Panem. Wir verfolgen President Snow und wir erfahren einfach, wie es dazu gekommen ist, dass er zum Präsidenten wird und wie er damals bei den ersten Hungerspielen als Mentor involviert war. Als ich dieses Buch gelesen habe, wurde ich irgendwie voll an meine frühe Jugend erinnert, denn ich habe Die Tribute von Panem gelesen, als ich noch sehr jung war, vielleicht mit 13 oder so, und es war wirklich super nostalgisch, dieses Buch zu lesen. Und in dem Buch gab es so viele unehrliche Charaktere, also man wusste eigentlich nie genau, was sich die Charaktere denken und was ihre eigentlichen Absichten sind, was sehr spannend war. Aber ich muss auch sagen, irgendwie hat mir das gewisse Etwas bei diesem Buch gefehlt. Ich hätte mir einfach mehr gewünscht. Der Hauptcharakter in dem Buch ist ja President Snow, aber irgendwie hätte ich mir mehr von ihm gewünscht. Ich habe das Gefühl, dass wir ihn nicht zu 100% kennengelernt haben, einfach weil niemand von den Charakteren jemals wirklich ehrlich war. Und ich fand auch das Ende irgendwie nicht so zufriedenstellend, denn manche Charaktergeschichten bleiben einfach offen und das fand ich, ja, sehr schade, aber im Großen und Ganzen war es unterhaltsam, es war einfach zu lesen, es war wirklich sehr nostalgisch und deswegen habe ich das Buch auch mit 3 von 5 Sternen bewertet. Aber ich glaube, wenn ihr vielleicht nicht diese emotionale Bindung an die Buchserie habt wie ich, dass ihr sie auch gelesen habt, als ihr jünger wart, dann weiß ich tatsächlich nicht, ob ich das Buch weiterempfehlen würde, aber es war okay, es war nichts Besonderes. Ich hätte mir eigentlich mehr gewünscht, aber da ich diese emotionale Bindung habe, würde ich es trotzdem mit 3 von 5 Sternen bewerten. Als nächstes habe ich ein Buch gelesen, das ich tatsächlich noch nie in dieser Form irgendwie gelesen habe. In dem Buch sind nämlich eigentlich nur Briefe und so ist das Buch auch aufgebaut. Und das ist natürlich von Ocean Vuong, On Earth We're Briefly Gorgeous. Der deutsche Titel ist Auf Erden sind wir kurz grandios. In dem Buch erfahren wir die wirklich sehr bewegende Geschichte von einem amerikanisch-vietnamesischen jungen Mann, der Briefe an seine Mutter schreibt, die aber eigentlich gar nicht lesen kann. In den Briefen erkundet er seine eigene Identität, aber auch wirklich sehr viel von seinen eigenen familiären Bindungen, vor allem zu seiner Mutter und zu seiner Großmutter, aber auch zu seinem Opa und ein bisschen zu seinem Vater. Gleichzeitig wird er aber auch mit den kulturellen Herausforderungen, die es für Einwanderer in Amerika damals und ich denke auch heute noch gibt, und den gesellschaftlichen Erwartungen konfrontiert. Das Buch war wirklich super berührend. Der Schreibstil von Ocean Vuong ist auch unglaublich schön. Ich habe so viele wunderschöne Zitate in diesem Buch gefunden. Und ich persönlich fand es auch sehr interessant, diese Perspektive von einer Immigrantenfamilie kennenzulernen. Aber ich hätte mir gleichzeitig auch irgendwie ein bisschen mehr von dem Hauptcharakter gewünscht. Also wir haben natürlich seine Briefe gelesen und ihn dadurch auch gut kennenlernen können. Aber irgendwie, ich weiß nicht, irgendwie hat mir noch ein bisschen ein Extra gefehlt, dass wir den Hauptcharakter wirklich genauer kennenlernen und seine Gedanken in manchen Situationen vielleicht ein bisschen besser verstehen können oder vielleicht auch mehr Gedanken einfach kennenlernen können. Denn ich habe das Gefühl, ich kenne ihn vielleicht zu 70% oder so. Und auch das Ende ist nicht so super zufriedenstellend, denn es gibt kein richtiges Ende. Und
durch diese Briefe und weil wir auch wieder nicht die Gedanken der verschiedenen Hauptcharaktere, die es in dem Buch eigentlich gibt, kennenlernen konnten, habe ich auch nicht so eine große Bindung vor allem zu der Mutter oder zu der Großmutter aufbauen können. Also wir haben natürlich ihre schwierigen Situationen verfolgt, aber immer durch die Augen von dem Hauptcharakter. Und deswegen war es für mich manchmal nicht so einfach, alle Gefühle einfach wirklich mitzufühlen, wenn das Sinn ergibt, keine Ahnung. Aber das Buch hat mir trotzdem wirklich super gut gefallen und ich habe es mit 4 von 5 Sternen bewertet. Und wenn ihr das Buch noch nicht gelesen habt und Lust habt auf eine wirklich krasse literarische Reise, also der Schreibstil war einfach so wunderschön und alleine wegen dem Schreibstil würde ich dieses Buch jedem wirklich weiterempfehlen. Es war traumhaft, es war wirklich grandios. Und das waren jetzt 4 von den 6 Büchern, die ich auf meiner Leseliste für September hatte. Falls ihr euch noch erinnern könnt, ich hatte dann noch Emma von Jane Austen und auch Me Before You von Jojo Moyes auf meiner Leseliste. Aber nachdem ich Ocean Vuong gelesen hatte, habe ich irgendwie so eine riesen Lust auf eine Fantasy-Geschichte gehabt. Und ich hatte keine von diesen Fantasy-Romance-Geschichten zu Hause. Und wie ihr vielleicht wisst, wenn ihr eines meiner letzten Videos gesehen habt, bin ich auf einem Book-Buying-Ban. Das heißt, ich konnte mir auch keine Fantasy-Romance-Geschichte kaufen. Und deswegen musste ich einfach in meinen Bücherregalen stöbern und schauen, was ich da finde. Und die 2 Fantasy-Buchreihen, die ich zur Auswahl hatte, war einmal Herr der Ringe, das könnt ihr auch hier sehen, und Game of Thrones, das könnt ihr hier sehen. Und dann dachte ich mir, okay, irgendwie wäre Herr der Ringe und auch Game of Thrones cool zu lesen, aber gleichzeitig habe ich keines von den Büchern wirklich gefühlt, denn ich wollte eigentlich eine einfache Fantasy-Romance-Geschichte wie die A Court of Thorns and Roses-Serie oder Crescent City-Serie oder ja, eine andere Fantasy-Buchreihe. Schreibt mir mal bitte eure Fantasy-Romance-Empfehlungen in die Kommentare. Ich bin auf der Suche nach einer neuen Fantasy-Romance-Serie oder auch einem alleinstehenden Buch, mir egal. Ich möchte einfach eine Fantasy-Romance-Geschichte lesen, denn das würde so perfekt zum Herbst passen, aber irgendwie habe ich keine gefunden, die mich so richtig anspricht. Also schreib mir mal bitte deine Empfehlungen in die Kommentare. Aber ich habe mich dann trotzdem für ein Fantasy-Buch entschieden, einfach weil ich so große Lust auf eine Fantasy-Serie hatte, beziehungsweise auf ein Fantasy-Buch hatte. Und dann habe ich mich für A Game of Thrones von George R.R. Martin entschieden. Und ich habe die passende Serie letztes Jahr gesehen und ich habe es absolut geliebt. Und wenn ich jetzt das Buch lese, habe ich auch wirklich wieder riesige Lust, die Filme bzw. die Serien zu sehen. Und ich bin schon ziemlich weit gekommen für das, dass ich eigentlich in einer Leseflaute bin. Ich bin auf Seite 314. Das Buch hat über 800 Seiten und die Seiten sind so klein geschrieben und so eng bedruckt irgendwie. Keine Ahnung. Also ich brauche wirklich lang, um dieses Buch zu lesen, aber es ist so spannend. Ich liebe es einfach, in eine Fantasy-Welt einzutauchen und ich glaube, ich habe auch das Rätsel gelöst, warum ich Fantasy-Bücher so gerne mag. Ich mag es einfach, in eine komplett andere Welt zu flüchten und alles andere zu vergessen. Also wenn ich das Buch nicht lese, dann merke ich manchmal so tagsüber, dass ich es einfach vermisse, in dieser Welt zu sein. Und ich glaube, genau deswegen mag ich auch die Fantasy-Bücher so gerne. Denn es ist einfach ein so bestimmtes Gefühl, wenn man ein Fantasy-Buch liest. Und genau deswegen liebe ich auch diese Fantasy-Bücher, weil man wirklich in eine komplett neue Welt entführt wird und ja, man vergisst irgendwie den Rest für eine kurze Zeit zumindest. Und ich war sehr überrascht, wie nahe die Serie zu den Büchern ist, beziehungsweise zu diesem Buch ist. Denn bis jetzt gab es in dem Buch nicht sehr viele Szenen, die es in der Serie nicht gab und ich war wirklich überrascht, wie genau das übertragen wurde und das finde ich sehr cool. Und was ich auch super interessant finde, weil ich die Geschichte ja schon kenne, ist, wie krass gut überlegt die Fantasy-Bücher eigentlich sind. Denn wenn man jetzt die Geschichte kennt und weiß, was zu einem späteren Zeitpunkt bzw. in den anderen Büchern passieren wird, merkt man einfach schon von Kapitel 1 weg, wie krass durchdacht diese Geschichte ist und man sieht diese kleinen Clues, die einen darauf hinweisen, was in der Zukunft passieren wird. Aber wenn man nicht weiß, was in der Zukunft passiert, dann würde man auch nicht verstehen, dass das gerade ein Hinweis war. Also sehr verrückt. Ich habe großen Respekt vor allen Menschen, die eine Fantasy-Buchreihe schreiben, denn ich glaube, das ist wirklich super kompliziert, dass das alles immer zusammenpasst und ich habe
Meine Liebe wird einfach immer größer für diese Fantasy-Bücher und auch wenn A Game of Thrones nicht diese typische Fantasy-Romance-Geschichte wie die Bücher von Sarah J. Maas zum Beispiel ist, ist es trotzdem ein so gutes Buch, vielleicht auch ein besseres Buch. Und ich bin sehr froh, dass ich das jetzt lese und das ist das Einzige, was mich wirklich davon abgehalten hat, in eine komplette Leseflaute zu fallen, glaube ich, denn ein Buch, was ich hier habe, es war einfach keine gute Experience und deswegen bin ich sehr froh, dass ich gleichzeitig mit diesem Buch angefangen habe und dass mich das so ein bisschen von dem Abgrund gerettet hat. Das klingt sehr dramatisch, aber große, große Game of Thrones Empfehlung, wenn ihr es noch nicht gelesen habt. Und ich sage jetzt voraus, dass A Game of Thrones für mich ein 5-Sterne-Buch wird. Wir werden sehen, vielleicht in meinem Oktober-Reading-Wrap-Up. Kommen wir zum letzten Buch, das ich diesen Monat angefangen habe, das auch mein Sorgenkind ist, was mich irgendwie super traurig macht, denn dieses Buch hatte ich auch auf meiner Leseliste für September und das ist Emma von Jane Austen. Ich bin nicht super weit, ich bin auf Seite 90 und weiter bin ich nicht gekommen. Irgendwie, keine Ahnung, mich hat das Buch einfach nicht gepackt. Ich kann keine wirkliche Bindung zu den Charakteren aufbauen. Es gibt auch wirklich ziemlich viele verschiedene Charaktere und das mag ich eigentlich nicht so gerne, weil ich dann immer Schwierigkeiten habe zu sehen, okay, wer ist wer, wer gehört wohin, was ist die Beziehung zwischen den verschiedenen Charakteren und ja. Ich bin ein bisschen enttäuscht, denn ich hatte wirklich hohe Erwartungen an dieses Buch, denn ich habe von vielen Leuten online gehört, dass das ihr liebstes Jane Austen Buch ist und bis jetzt sehe ich es einfach nicht. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, was los ist. Vielleicht bin ich auch einfach nicht in einer Klassikerstimmung, weil ich auch gerade in dieser Fantasy-Stimmung bin. Vielleicht passt das nicht so gut zusammen und ja, ich werde das jetzt mal für die nächste Zukunft zurück in mein Regal stellen und ich hoffe, dass ich es zu einem späteren Zeitpunkt nochmal lesen kann und wirklich appreciaten kann, also die Geschichte wirklich wertschätzen kann, die Charaktere wertschätzen kann und ich möchte mich jetzt einfach nicht zwingen, ein Buch zu lesen, was mir gerade nicht gefällt, auf das ich gerade gar keine Lust habe und ich habe mich wirklich durch diese ersten 90 Seiten gequält. Ich bin bei Kapitel 11 und ja, für mich macht es jetzt einfach keinen Sinn, das Buch weiterzulesen, denn dann falle ich wirklich endgültig in eine Leseflaute und habe gar keinen Bock mehr auf gar kein Buch und deswegen kommt Jane Austen leider zurück in mein Regal, aber ich habe auch hier schon, ich glaube, 2 Zitate gefunden, die mir gut gefallen haben und die auch für die damalige Zeit, denke ich, vielleicht ein bisschen kontrovers waren, aber das liebe ich ja und ja, deswegen bis jetzt keine Empfehlung für Emma von mir, aber ich hoffe, dass es doch in der Zukunft nochmal anders aussehen wird. Keine Ahnung. Das waren alle Bücher, die ich im September gelesen bzw. angefangen habe zu lesen und ich hoffe, es gab ein paar interessante Reviews hier für euch und schreibt mir mal gerne, ob ihr eines von diesen Büchern auch gelesen habt und was eure Meinung ist. Mich würde es vor allem interessieren, wenn ihr eine andere Meinung habt als ich. Aber ja, ich freue mich schon, wenn ich Game of Thrones weiterlesen kann und wenn ich jetzt Emma endlich zurück in mein Bücherregal stellen kann, obwohl es doch ein bisschen traurig ist. Aber im Großen und Ganzen würde ich trotzdem sagen, dass September ein sehr guter Lesemonat für mich war. Und ja, wie immer, danke fürs Zuschauen. Fühlt euch gedrückt und wir sehen uns dann hoffentlich im nächsten Video wieder. Ciao!